Das BlackBerry Key One ist eingetroffen. Wir sehen uns das gute Stück näher an und es gibt erste Testergebnisse. Also dranbleiben. Das ist der Expertentipp von Verivox. Ja, das BlackBerry Key One ist schon was ganz Besonderes, weil es handelt sich um das erste BlackBerry aus dem Hause TCL. Chinesischer Elektronikkonzern, die haben beispielsweise auch schon die Rechte an den Smartphones von Alcatel und haben das jetzt auch von BlackBerry übernommen. Sprich, die Kanadier liefern jetzt nur noch die Software, also das Android als Betriebssystem und dann gibt es halt spezielle Funktionen. Da gehe ich dann in der zweiten Hälfte dieses Videos nochmal näher drauf ein. Erstmal ein bisschen Hardware, Gesamteindruck und da ist es, wie gesagt, das erste aus dem Hause TCL. Der erste Eindruck, hier sehr solide, massiv, 187 Gramm, also man hat auch ordentlich was in der Hand. Und was ich dann halt immer als erstes mache, ist so ein leichter Verwindungstest. Also kein Brechtest, kein Biegetest mit viel Gewalt, sondern nur so ein bisschen einfach um zu gucken, wie viel Spiel hat denn das und knarzt da irgendwas. Und ihr seht es schon hier. Zunächst ist es das Display auf der einen Seite losgegangen und dann hier auch später auf der anderen Seite. Und ich bringe jetzt nicht wirklich viel Kraft hier auf. Das ist wirklich nur minimal. Trotzdem hat sich das gelöst. Das darf natürlich nicht passieren. Da müsste man mehr Kleber hier unten drauf verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das symptomatisch ist. Dass man, Mensch, ausgerechnet das erste von TCL und schon hat man sowas. Es kann ein Ausnahmefall sein. Ob das jetzt wirklich alle Geräte betrifft, aber es ist ein Seriengerät, das habe ich mir versichern lassen, finale Herstellung. Also es dürfte nicht passieren und vor allen Dingen muss man sagen, es ist jahrelang bei allen Geräten von BlackBerry nie irgendwas gewesen. Jetzt fertigt das TCL und schon hat man da dieses Problem. Hoffen wir mal, dass es nicht symptomatisch ist. Aber ist natürlich ganz klar, auch sollte das bei euch passieren, ein Fall für die Garantie. Gerade wenn es in den ersten Tagen passiert, sofort austauschen lassen, nicht erst mit Reparatur rummachen. Nach ein paar Wochen oder Monaten ist es ein Reparaturfall. Dann ja, okay, aber toi, 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 hoffen wir mal, dass das jetzt die Ausnahme hier ist. Ich gehe natürlich auch trotzdem noch ein bisschen näher drauf ein, starte wie immer mit dem Display, weil das ist natürlich das Wichtigste und ihr seht hier, da haben wir ja auch dieses komische Format, weil ja das untere Viertel hier irgendwie fehlt, deswegen sind es auch nur 4,46 Zoll, 113 mm in der Diagonale und die Auflösung 1080x1620, also verkürztes Full HD sozusagen. Damit die Auflösung 295 Pixel pro Quadratmillimeter, 1% über Durchschnitt, ist okay, kein neuer Rekord, aber ihr seht es ja auch hier, das sind wirklich echt kleine Schriften, sehr, sehr dünn, trotzdem kann man die super lesen, gestochen scharf, man sieht keine einzelnen Pixel oder sowas, also völlig ausreichend. Zumal, muss natürlich auch mal sagen, höhere Auflösung, mehr Pixeldichte auch immer auf die Akkulaufzeit geht, darauf kommen wir ja nach am Ende des Tests nochmal zu sprechen. Also das ist soweit gut, möchte ich meinen, auch von der Bildqualität her, es ist Dual Domain IPS, das heißt, ich habe da keine großen Wechsel, was die Farben und die Qualität betrifft, also hohe Bildstabilität und vor allen Dingen die Helligkeit, das ist wirklich eine Sensation. Ich musste sogar hier, das kann ich ja mal gerne zeigen, für dieses Video runterregeln, weil wenn ich das hier auf Maximum aufziehe, dann hat man das Problem bei weißen Hintergründen. Ihr seht, alles andere wird plötzlich dunkel. Man kann kaum was erkennen, weil das geht in hellen Umgebungen wie hier, direkter Sonnenschein zum Beispiel, hoch bis zu 673 Candela. 38% über Durchschnitt, Rang 3. Das heißt, eines der hellsten Smartphones überhaupt. Also selbst wenn draußen die Sonne drauf knallt, hat man überhaupt kein Problem damit. Das ist natürlich gerade, wenn man viel Arbeit und so Texte lesen will und so weiter, extrem wichtig. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal erst wieder zurück hier auf die Einstellung, damit man einigermaßen das auch in diesem Video vertragen kann. Also Display ist auf jeden Fall von der Darstellungsqualität her top. Damit kommen wir mal zur Abteilung Multimedia. Ich starte vorne, hier Selfies, 8 Megapixel, Videos in Full HD, Business as usual, möchte ich mal meinen, auf der Rückseite. Keine Dualkamera, wie das heutzutage so modern ist. Umso mehr wundert es mich, dass es keinen optischen Bildstabilisator hier gibt, weil das wäre bei einer Einzellinse und bei vor allen Dingen 599 Euro unverbindliche Preisempfehlung und Straßenpreis jetzt zum Start, da finde ich es eigentlich Pflicht, einen optischen Stabilisator einzubauen. Schauen wir uns trotzdem mal die Qualität an. Es sind jedenfalls 12,3 Megapixel, deswegen so wenig im Vergleich zu, geht ja bis zu 20, 21 teilweise Megapixel hoch. Aber hier ist der Vorteil, da sind deswegen die einzelnen Dioden auf dem Fotosensor entsprechend groß. Heißt, 1,55 Mikrometer gibt der Hersteller hier an. Die fangen also viel Licht ein. Und deswegen soll das Key One auch bei schlechten Lichtbedingungen trotzdem noch vernünftige Fotos machen. Müssen wir uns anschauen. Zweifarbiger Blitz, Videos hier hinten in 4K.
Ultra HD, also vierfache Full HD Auflösung. Wenn das klappen würde, wäre das auf jeden Fall schon mal von Vorteil auch für Multimedia-Freunde. Dann natürlich LTE sowieso, klar, 300 Megabit pro Sekunde, Wireless LAN AC, NFC, SRR-Wert ist 0,77 Watt pro Kilogramm am Kopf. Der Standard geht ja hoch, erlaubt bis zu 2 Watt. Alles, was unter 1 Watt ist, ist sowieso unproblematisch, möchte ich sagen. Gerade bei Blackberries, die hat man halt in der Regel ja vor dem Körper. Und bei diesen SRR-Werten geht es ja immer nur darum, wie oft hat man jetzt das Telefon bei Gesprächen wirklich am Kopf und direkte Berührung. Und nur dann, wenn das über längere Zeiträume geht, muss man sich überhaupt, glaube ich, Gedanken machen über SRR. Vorm Körper, kein Körperkontakt und so weiter, überhaupt kein Ding. Oder Bluetooth-Headset, Freisprecheinrichtung und so weiter. Da, also ich glaube, da muss man sich jetzt in dem Fall hier keine Gedanken drüber machen. Dann sollte man noch wissen, hier unter der Leerzeichentaste, da verbirgt sich auch der Fingerabdrucksensor. Dann haben wir 32 GB internen Speicher hier drüben. Da kann man über den Slot Nano SIM und eine Micro SD einschieben, die auch gleich bis zu 2 Terabyte unterstützt. Also das ist das, was der Standard hergibt. Faktisch verfügbar momentan sind maximal 512 GB bei Micro SD. Also das reicht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, hier bleiben netto von den 32 GB gerade mal 20,3 GB übrig. Das ist also der Wert, mit dem man kalkulieren muss. 20 GB bei 599 Euro finde ich arg knickerig, ehrlich gesagt. Also da hätte man eigentlich 64 GB springen lassen müssen, meiner Meinung nach. Also da oder den Preis senken müssen. 499 auch wieder okay, passt soweit. Und das betrifft nämlich auch gleich das nächste, den nächsten Punkt, nämlich den Prozessor. Das ist der Snapdragon 625. Das ist ein Mittelklasse-Prozessor. 599 ist aber ein Oberklasse-Preis. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Auch wenn der 8 Kerne hat, 2 GHz die Taktung, Adreno 506, 3 GB Arbeitsspeicher, alles gut und schön. Trotzdem im Testergebnis macht sich es dann bemerkbar, 13% unter Durchschnitt der Gesamtwert. Das heißt, also es reicht völlig aus. Man sieht es ja auch hier, also scrollen und schnell hin und her oder lass uns mal hier irgendwie was öffnen, Browser zum Beispiel. So, das mehrfach mal. Also es geht alles schnell oder hier zurück, da, hier. Also es reicht völlig aus, versteht mich nicht falsch. Man braucht es auch ganz bestimmt nicht, um irgendwie Games, weil Gamer werden sich bestimmt nicht einen Blackberry kaufen, weil hier die Tasten viel zu sehr stören. Also das ist nicht die Zielgruppe. Es reicht völlig aus, aber irgendwie passt der Preis von 599 Euro nicht bei einem Mittelklasse-Prozessor. Das ist das, worauf ich hinaus will. Und damit kommen wir zur Akkulaufzeit. Heißt also, fest verbauter Akku, hier kann man nichts abnehmen oder sowas. 3440 mAh, drahtloses Laden ist nicht möglich. Und damit kommt das Key One im Test, das ist jeweils Videowiedergabe, Display auf 200 Candela, im Flugmodus, also reine On-Screen-Time mit Prozessorleistung, also das, was es typischerweise auch immer ausmacht, da landet das Key One bei 756 Minuten. Das ist 42% über dem Durchschnitt. Grandioses Ergebnis, heißt also wirklich, selbst Intensivnutzer kommen locker über den Tag, egal wie intensiv sie jetzt nutzen. Also so sollte wirklich jedes Smartphone aussehen, dann hätten wir keine Probleme damit. Und Normalnutzer, ich würde mal sagen, locker 2 Tage, vielleicht auch sogar 3 Tage. Also Laufzeit, Standby-Zeit ist super. Klar, bei diesem relativ kleinen Display. Ich sage es nochmal, 4,7 Zoll knapp. Von nichts kommt nichts. Aber es reicht ja eigentlich auch aus. Dann hatte ich ja gesagt, wir gehen ein bisschen auf die Software ein. Da muss man zum einen hier erstmal zeigen, die Besonderheit von diesen ganzen Blackberries sind solche Funktionen wie D-Tech hier. Das ist dieses Security Center. Das ist jetzt nicht unbedingt eine neue Funktion. Also da hat man einfach eine Übersicht, sondern sagt, Mensch, Datenverschlüsselung oder Bildschirmsperre hier oder sowas hast du noch nicht eingerichtet. Das sollte man aber machen, um einen guten Sicherheitsstatus zu erhalten. Dann gibt es natürlich sowas wie Android at Work, das heißt spezielle Einstellungen, die dann Firmenkunden machen können. Also wenn das jetzt ein Firmenhandy beispielsweise wäre, da kann man halt viele Dinge mit anfangen, die man mit einem normalen Android einfach nicht einstellen kann. Und auch hier sowas, gut, ist jetzt nicht eingerichtet, das ist jetzt frisch ausgepackt, nur ein paar erste Tests gefahren, deswegen ist jetzt hier noch nichts eingerichtet. Aber ihr könnt es euch vorstellen, BlackBerry einfach ein Messenger, der halt verschlüsselt ist. Angeblich läuft das auch alles über kanadische Server, auf die dann amerikanische Sicherheitsunternehmen dann keinen Zugriff haben.
toi, 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 kann man jetzt nur glauben an dieser Stelle, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser, als wenn man jetzt nur einfach Google Mail benutzt oder sowas. Für Firmenkunden ist das ja relevant. Das heißt, da habe ich diese Geschichten hier und natürlich auch den BlackBerry Hub. Den finde ich ja wirklich sensationell von der Funktionalität her. Ja, das heißt, das ist quasi das Nachrichtencenter. Da habe ich den BBM, den Messenger, Textnachrichten, SMS und wenn es eingerichtet wäre, hier halt auch alle E-Mail-Accounts, die hier dann chronologisch aufgelistet werden. Super übersichtlich, gerade wenn man halt viel kommuniziert, wie das ja gerade bei BlackBerry-Nutzern viel der Fall ist, hilft das enorm. Hier an der Seite seht ihr dann dieses Productivity-Tab, wie sich das schön nennt. Hier ist auch nicht eingerichtet, aber ihr könnt euch das ja vorstellen. Hier ging es halt dann zum Kalender. Man würde die aktuellen Termine sehen, könnte neue Termine anlegen, Kontakte und so weiter. Das Einzige, was sich geändert hat im Vergleich zu früher, ist, dass man halt jetzt nicht mehr per Drag and Drop dieses an der Seite diese Leiste verschieben kann, sondern das geht halt hier jetzt über die Einstellungen. Da kann ich halt hier Position, ihr seht hier hinten da so, verschiebt sich das dann oder auch die Höhe, hoppla. Die Höhe hier verstellen oder dass ich beispielsweise halt jetzt links haben will oder wie auch immer. Das kann man dann hier jetzt einstellen und dann hängt das Ding jetzt hier. Früher war das halt per Drag and Drop, aber das hat vielleicht zu irgendwie Problemen geführt. Wer weiß, warum man das geändert hat, kann man mit leben. Dann, was ich auch noch enorm nützlich finde, sind diese ganzen Geschichten hier, diese Shortcuts. Das heißt beispielsweise Ereignisse hinzufügen. Gut, ist kein Kalender drin, aber da könnte man halt jetzt einen neuen Kalendereintrag hinzufügen. Das heißt, man muss nicht erst Kalender und Plus und was weiß ich alles drücken oder eben halt eine E-Mail schnell mal schreiben. Das heißt, da ist man sehr viel schneller einfach bei den Sachen, die man tausendmal am Tag irgendwie macht. Oder auch Tastenkombinationen. Super, hier kann man von A bis Z alles zuweisen. Beispielsweise B für Browser ist halt jetzt Chrome zugewiesen. Und wenn man dann B lange gedrückt hält, startet halt der Browser. Klasse, gefällt mir sehr. Oder dann nicht zuletzt auch diese gesamte Tastatur, darf man auch nicht vergessen. Hier diese mechanische, die sieht zwar sehr klein aus, aber das war ja schon immer so dieses... Ja, also erstens muss man mal sagen, es gibt, soweit ich weiß, hierzulande kein anderes aktuelles Smartphone mit mechanischer Tastatur. Und auch wenn es Swipe gibt, manche mögen sich da ja gar nicht so umstellen oder finden es vielleicht auch noch nostalgisch, wie auch immer. Und diese Tasten sind ja super geformt. Das ist ja das, was BlackBerry mal irgendwann eingeführt hat vor zig Jahren, dass das hier für die in der rechten Hälfte für den rechten Daumen optimiert ist, dementsprechend in der linken oberen Ecke der höchste Punkt ist und umgekehrt halt hier linke Hälfte für den linken Daumen in der rechten oberen Ecke. Das heißt, auch wenn die Tasten super klein sind, trotzdem kann man die sehr, sehr sicher, selbst mit großen Daumen wie den meinen, kann man die wirklich sicher betätigen und damit auch sehr schnell Texte schreiben. Also ich habe hier auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert, wie ihr hier seht. Das ist schon wirklich schnell, zumal es kommt ja noch einiges hinzu. Wenn man jetzt beispielsweise hier mal irgendwas anfängt zu schreiben, ihr seht, dann kommen hier die ersten Vorschläge schon in der Zeile darüber. Und dann kann man halt entweder direkt da draufklicken oder praktisch gerade auch so bei Einhandbedienung, wenn man halt hier in der Mitte wischt, ist es das mittlere Wort. Wenn man hier rechts wischt, das rechte, links das linke und so weiter. Das heißt, auf diese Weise kann man sehr, sehr schnell Texte schreiben, schneller als mit Swipe sogar noch. Und das ist eine wirklich, ich kenne das von früheren BlackBerries her, eine sehr intelligente Software, die sich auch wirklich Phrasen merkt. Wenn man jetzt immer sagt, mit freundlichen Grüßen, kann man mit freundlichen Grüßen, merkt er sich und zack, bietet das dann auch sofort als nächstes Wort, sogar in der Mitte meistens dann auch noch an. Links und rechts ist dann halt meistens die zweite Wahrscheinlichkeit sozusagen. Also super Geschichte. Oder einfach auch, das ist wie ein großes Touchpad sozusagen, wenn man hier drüber wischt über die Tastatur, so nach links, dann löscht er halt jeweils ein Wort. Mit dem Scrollen hatte ich euch das ja vorhin schon gezeigt, beispielsweise im Browser oder in anderen Apps, Fotogalerie oder irgendwie sowas. Die haben sich da wirklich was einfallen lassen. Von daher, gerade für die Zielgruppe ist das durchaus sinnvoll. Umso ja, bedauerlicher eigentlich, dass man sagt, 5,99 Euro dafür und dann eben halt, wie gesagt, mit diesem Prozessor und vor allen Dingen dieser Verarbeitungsqualität. Aber wie gesagt, da muss man jetzt erstmal abwarten, wie die Reaktion ist. Das ist jetzt hier im Dreh entstanden, was BlackBerry dazu sagt. Das werden wir natürlich im finalen Test dann weiterreichen. Wie immer als Text natürlich auf verivox.de. Das soll es gewesen sein als erster Eindruck hier vom BlackBerry Key One. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht seid ihr ja noch so nett, dieses Video zu bewerten. Lasst auch ein Abo da und vor allen Dingen natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren. Dafür bereits im Voraus ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald. Ciao. Das war der Expertentipp von Verivox. Spart jetzt bei Strom, DSL und vielen anderen Möglichkeiten.